Vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, ich möchte zum Schluss dieses wunderbaren Neujahrsempfangs noch ein paar Worte an Sie richten. Ich werde es etwas kürzer machen, als Sie das von früheren Jahren, genau genommen der letzten 20 Jahre, von mir gewöhnt sind. Und meine Damen und Herren, das kommt Ihnen entgegen, die Sie stehen, mir, der ich ein bisschen erkältet bin, und ich bitte dafür auch um Nachsicht. Aber ein paar Bemerkungen möchte ich machen. Ich möchte zunächst einmal ein herzliches Dankeschön sagen an Christian Lindner, der nicht nur im letzten Jahr eine vorzügliche Arbeit bei der Landtagswahl geleistet hat, sondern der, wie ich finde, heute Morgen eine wirklich geistreiche, engagierte Rede gehalten hat mit einem sehr, sehr klaren Kompass. Und ich glaube, das ist genau der Weg, den wir in Nordrhein-Westfalen, den wir als Freie Demokraten insgesamt gehen müssen. Es ist der Weg der Leistungsbereitschaft, der Weltoffenheit und der Toleranz. Das waren die Markenzeichen immer dann, wenn die FDP stark war. Das sind sie und das werden sie auch bleiben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich danke dem Vertreter der mittleren Generation. Mir kam das, lieber Rainer, insoweit entgegen, weil ich mich damit unschwer zu den Jüngeren zählen kann. Hans-Dietrich Genscher flüsterte mir ins Ohr das Wort, das macht Mut. Und lieber Rainer, ich will mich hier nur noch mal ganz klar auch dem anschließen, was Christian vorher gesagt hat. Ich weiß, was das heißt, an der Spitze zu stehen. Ich weiß, was das heißt, allen Attacken auch des politischen Gegners ausgesetzt zu sein. Ich habe das viele Jahre gemacht. Ich sage Ihnen nur eins, und ich erlaube mir das hier auch ganz privat persönlich, weil wir uns seit über 30 Jahren kennen und auch persönlich miteinander befreundet sind. Ich sage das Ihnen, allen Freidenkern, allen Freigeistern, allen freien Demokraten. Glaubt nicht, dass das so leicht ist, plötzlich an der Spitze zu stehen, wenn sich dann alles auf einen konzentriert. Ich habe das über ein Jahrzehnt gemacht für die Freie Demokratische Partei. Hans-Dietrich Genscher hat das über ein Jahrzehnt gemacht für die Freie Demokratische Partei. Wenn man sich als freier Demokrat an die Spitze stellt, dann gibt es für die politische Konkurrenz in einigen Redaktionsstuben, aber auch in der politischen Arena kein Pardon mehr. Und umso wichtiger ist es, dass diejenigen, die sich kennen, diejenigen, die wissen, wie Menschen wirklich sind, diese Zerrbilder, die über Menschen in den Medien verbreitet werden, nicht durchgehen lassen. Zunächst einmal sind wir Menschen und zunächst einmal verdienen wir auch menschlichen Respekt und menschlichen Umgang untereinander und auch in der politischen Auseinandersetzung. Und dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist die Rede gewesen von Niedersachsen. Natürlich ist es schön, dass bei der niedersächsischen Landtagswahl die FDP so vorzüglich abgeschnitten hat. Und natürlich ist ganz offensichtlich, dass das Gerede von der Leihstimme schon deshalb nicht aufgeht, weil wenn man sich mal dieselben Institute ansieht, die sagen, es seien Leihstimmen, fällt das schon in sich zusammen. Die Wählerwanderungen zeigen, dass wir 350.000 Stimmen in Niedersachsen gekriegt haben. 100.000 sind von der Union zur FDP gekommen. Ich frage mich wirklich, manchmal habe ich den Eindruck, sind gewisse Kampagnen auch eine Entschuldigung dafür, dass man vorher so total daneben lag.
auch das ist nichts Neues. Aber dass in Niedersachsen, obwohl die Wahlbeteiligung leicht gestiegen ist, etwa nur 60% der Bürgerinnen und Bürger zur Wahl gegangen sind, das beruhigt mich als einen ehrgeizigen Liberalen, als einen ehrgeizigen Demokraten in gar keiner Weise. Ich sage das hier als jemand, der jetzt seit etwas mehr als 3 Jahren sehr viel in der Welt unterwegs ist, als Außenminister sehr, sehr viele Länder besucht. Es gibt so unendlich viele Menschen auf der Welt. Wenn die wählen wollen und sich in einer Wahlschlange anstellen, dann riskieren sie im wahrsten Sinne des Wortes ihr eigenes Leben. Es gibt so unendlich viele Menschen auf der Welt, die möchten ein einziges Mal in ihrem Leben mitentscheiden und auch mitwählen können, und es wird ihnen von der Unfreiheit vorenthalten. Meine Damen und Herren, das ist für mich das Wichtigste in diesem Jahr, dass wir die Bürgerinnen und Bürger dazu bringen, dass wir sie davon überzeugen, dass Demokratie nicht etwas ist von anderen, für andere, sondern dass Demokratie unsere eigene ursprüngliche Angelegenheit ist. Es ist jedes Mal ein Schlag ins Gesicht der Menschen, die nicht wählen dürfen auf der Welt oder die nur unter Lebensgefahr zur Wahl gehen dürfen, wenn bei uns nicht gewählt wird. Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger dazu aufrufen, geht zur Wahl, euer Bürgerrecht. Ihr solltet es als ein Stück Pflicht auch empfinden, als Bürgerpflicht im besten Sinne des Wortes. Wie viele in Niedersachsen ärgern sich zurzeit darüber, dass sie nicht den Ausschlag gegeben haben, indem sie zur Wahl gegangen wären? Bei so einem Ergebnis des Wimpernschlages, mit einem einzigen Sitz Mehrheit für Rot-Grün, wie viele Menschen werden zu Hause jetzt sich sagen, da hatte ich was anderes vor, ich habe es vergessen, ich habe es nicht wichtig genug genommen, ich war eigentlich sowieso persönlich davon überzeugt, dass das gut geht und habe andere Dinge dann Vorzug gegeben. Und die ärgern sich jetzt. Und meine Damen und Herren, das darf in diesem Jahr kein zweites Mal passieren. Das wird ein ganz scharfes Rennen. Das wird haarscharf werden. Das wird ein harter Wahlkampf, und das wird nicht das letzte Mal sein, dass politische Konkurrenten, Gegner, Andersdenkende, egal wo sie sitzen, auch ganz tief in den Schlamm hineingreifen und ihn werfen wollen. Ich sage Ihnen eins, meine Damen und Herren, das Wichtigste ist, dass wir allen Bürgerinnen und Bürgern immer und immer wieder sagen in diesem Jahr, geht zur Wahl, überlasst das Wählen nicht anderen. Jedes Mal, wenn ihr nicht wählt, zählt die Stimme für jemanden anderen dann wiederum doppelt, den ihr gar nicht an der Macht sehen wollt. Diese Bundestagswahl darf kein Zufall werden. Diese Bundestagswahl muss eine wirkliche Mehrheitsentscheidung werden, eine Mehrheit der Freiheit gegen die Bevormundung. Wir haben es in der Hand, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und je mehr man in der Welt sich umsieht, und viele werden das tun, beruflich vielleicht für eine Firma als Arbeitnehmer in Europa oder auch außerhalb von Europas oder beispielsweise auch persönlich als jemand, der vielleicht ein Land mal bereist und die neuen Freiheiten nutzt, um seinen eigenen Horizont auch durch Besuche und Urlaube in anderen Ländern zu erweitern. Je mehr man in der Welt unterwegs ist, desto mehr stellt man fest, wenn man zurückkommt, manchmal, glaube ich, wissen wir gar nicht, wie gut es uns hier in Deutschland geht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wie gut es uns hier geht. Und damit das so bleibt, dürfen wir den Kompass dieser Republik, wir dürfen diesen Kompass dieser Republik der Freiheit zur Verantwortung nicht aus den Augen verlieren. Dazu ist viel Kluges gesagt worden von Christian Lindner und von Rainer Brüderle. Ich möchte einen Aspekt mit hinzufügen, von dem ich Sie herzlich bitten möchte, auch darüber nachzudenken. Wir sind nicht in diesem Jahr in einer Auseinandersetzung darüber,
ob diese Partei oder jene Partei, dieser Politiker oder jener Politiker obsiegt. Es geht in Wahrheit um die Frage, welche Richtung nimmt unser Land und welche Richtung nimmt in Zeiten der Globalisierung auch Europa. Ja, es ist richtig. Über Jahrzehnte lang war Europa zunächst einmal die Antwort des Friedens auf das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte. Europa war immer die Antwort, jahrzehntelang, auf die Gewalt, auf die Grausamkeiten. Es war die Antwort des Friedens auf die Kriege. In unseren Zeiten ist Europa aber noch mehr. Es ist viel mehr. Es ist nämlich zugleich auch die Antwort in Zeiten der Globalisierung, dass wir unser europäisches Lebensmodell behaupten, das es gibt. Wir reden von Unterschieden in Europa, von Mentalitäten in Europa, von unterschiedlichen Sprachen in Europa. Wir sprechen über den Norden und den Süden, über das Temperament des Südens und über die angebliche Kühle im Norden. Wir sprechen über Ost und West und was geschichtlich alles gewachsen ist. Sobald man sich von außerhalb Europas Europa anschaut, stellt man eines fest: Wir sind uns so viel ähnlicher. Wir folgen denselben Idealen. Für uns Europäer ist Europa weit mehr als ein Binnenmarkt. Es ist für uns eine politisch-strategische Gemeinschaft. Wir sind in Wahrheit eine Kulturgemeinschaft. Und wir sind auch und vor allen Dingen eine Schicksalsgemeinschaft. Wir sind als Deutsche in Europa relativ groß. In der Welt sind wir relativ klein. Und wir werden unser Lebensmodell von der Freiheit des Einzelnen, wo der Einzelne etwas zählt und nicht nur das staatliche Kollektiv, wo man sich frei entfalten kann und nicht Sorge haben muss, dass, wenn man einen Artikel im Internet veröffentlicht, man vielleicht am nächsten Tag im Gefängnis sitzt, wo Sicherheit, auch soziale Sicherheit, eine große zentrale Rolle spielen. All das ist Europa. Und wir müssen jetzt die Selbstbehauptungskraft Europas stärken und den Selbstbehauptungswillen Europas auch zeigen. Wir sind 7% der Weltbevölkerung. 25% der Weltwirtschaftsleistung wird in Europa erwirtschaftet. 50% der Sozialleistungen der ganzen Welt werden in Europa ausgegeben. Wir werden dieses Leben in Europa nur bewahren können, wenn wir uns auch als Europäer verstehen und wenn wir natürlich Europa besser machen wollen, aber wenn wir auch denen widerstehen, die alles und alles in Brüssel und in Europa schlecht reden wollen. Das ist das Jahr, wo es nicht nur Lippenbekenntnisse für Europa braucht, das ist das Jahr, wo wir Europäer uns auch gegenüber den neuen Kraftzentren als selbstbewusste Gemeinschaft zeigen müssen. Wir sind eine Kulturgemeinschaft und das ist es, was wir auch in diesem Jahr zur Abstimmung stellen wollen. Für Europa, ein besseres Europa, aber für Europa, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Parteifreunde und Parteifreunde. Überschätzen wir uns nicht, unterschätzen wir uns nicht, aber überschätzen wir uns auch nicht in der Welt des Wandels. Allein in Indien werden demnächst 3-mal mehr Menschen leben als in der gesamten Europäischen Union zusammen. Mich erinnert das an ein Gespräch, das ich mit meinem luxemburgischen Amtskollegen vor einiger Zeit gehabt habe. Der Außenminister Luxemburgs erzählte mir, wie er bei seinem Besuch in China in einer Pressekonferenz stand. Neben ihm der chinesische Außenminister, und er hat dann dort gesagt: Exzellenz, Herr Minister, Sie und ich bei dieser Pressekonferenz, wir vertreten jetzt etwa ein Viertel der Weltbevölkerung. Lateinamerika, der afrikanische Kontinent, die Entwicklungsländer unserer Jugend, das sind heute die Länder, die auf gleicher Augenhöhe mit uns zusammensitzen. Das sind junge Menschen, junge dynamische Gesellschaften, die sich auf den Weg gemacht haben, in die erste Liga aufzusteigen. Das sind nicht nur die Großen, die wir alle kennen. Das ist nicht nur G20. Das sind die sogenannten nächsten 11 Länder, die wir überhaupt noch gar nicht auf dem Schirm haben. Und das ist dieses Mal keine Frage von 30 Jahren, wie beim Öffnungsbeschluss der Kommunistischen Partei China von 1979 an bis heute. Das ist jetzt eine Frage von 5 bis 10 Jahren. Und das, meine Damen und Herren, muss erlaubt sein, in einem Bundestagswahlkampf mit zur Sprache zu bringen. Weil wir nämlich auch diejenigen ansprechen wollen, die nicht nur an den nächsten Wahltag denken, sondern die vor allen Dingen die Frage sich stellen, wo geht unser Land hin? Und das ist unser Maßstab auch in der Europapolitik.
Ja, natürlich hat der britische Premierminister recht, wenn er sagt, Europa muss wettbewerbsfähiger werden. Ja, natürlich hat er recht, wenn er sagt, Europa muss transparenter werden. Und es muss auch demokratischer werden. Und es muss auch effizienter werden. Und er hat auch recht, wenn er sagt, wir brauchen die Wiederbelebung des Subsidiaritätsprinzips. Aber in einem muss Klarheit herrschen. Wir wollen dieses in Europa verändern, als Europäer verbessern. Aber wir stellen Europa nicht als Ganzes in Frage. Wir sind eine Gemeinschaft und in einer Gemeinschaft hat man Rechte und man hat Pflichten. Man hat Vorteile, aber man hat dann auch etwas zu schultern, wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft. Das ist in meinen Augen das europäische Bekenntnis, was wir hier gemeinsam auch abgeben wollen. Und diese Diskussion kommt. Es ist ein Europa der Wettbewerbsfähigkeit. Es ist eben nicht das Europa der Schuldenunion. Aber Europa darf keinen Schaden nehmen aus dieser Art von Debatte, die der eine oder andere auf die Tagesordnung setzt. Lasst uns nicht vergessen, was wir an Europa haben. Wir würden einen schicksalsschweren historischen Fehler machen. Pro Europa muss unser Kurs bleiben. Und das ist mein letzter Gedanke, heruntergebrochen gewissermaßen auf die Innenpolitik. Das ist es, was ich Ihnen mit auf den Weg geben möchte. Nachdem wir so starke Reden und eine so gute Einführung von Angela Freimuth hier gehört haben, auf den Punkt gebracht zu vielen Fragen der innenpolitischen Debatte, will ich dazu nicht mehr viel ergänzen. Aber eines, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist in dieser Geisteshaltung wichtig, dass man das, was ich jetzt für Europa und für die Veränderungen in der Welt gesagt habe, übersetzt auch auf die deutsche Politik, auf die Innenpolitik. Verehrte Anwesende, mir macht das große Sorgen, wenn ich sehe, dass die deutsche Opposition Europa dadurch glaubt, stärken zu können, dass man mit Eurobonds die Schuldenpolitik verlängert. Das steckt hinter der Debatte von Eurobonds. Das ist keine finanztechnische Anleihentätigkeit. Hier geht es um eine sehr grundsätzliche Frage. Es geht nämlich um die Frage, wie man eine Schuldenkrise auch beantwortet. Man kann eine Schuldenkrise nicht dadurch beantworten, indem man das Schuldenmachen erleichtert, sondern man muss erkennen, dass Schuldenpolitik ins tägliche Leben der Bürgerinnen und Bürger einschneidet. Es war vermutlich eine der umstrittensten, aber im Nachhinein wichtigsten Entscheidungen der neuen Bundesregierung, dass wir unmittelbar nach Regierungsübernahme ausgestiegen sind aus diesen ganzen Programmen, Abwrackprämie etc. etc. Dass wir gesagt haben, wir stecken das Geld in Bildung mit der größten Bildungsinvestition, die die deutsche Bundesregierung jemals seit Gründung der Republik getätigt hat. Wir gehen aber raus aus der Subventionspolitik, aus den ganzen Maßnahmen, also aus Konjunkturprogrammen, die in Wahrheit nur Strohfeuer sind, und beschließen gleich zu Beginn das größte Sparpaket, das Deutschland je gesehen hat. Hoch umstritten. Viele haben uns damals gesagt, das kostet doch nur Arbeitsplätze. Ihr müsst doch jetzt, 2 Jahre nach der Rezession Lehman Brothers, noch mehr Geld in die Märkte geben, damit die Binnenkonjunktur und alles sich steigt und damit eben auch entsprechend Arbeitsplätze geschaffen werden können. Heute sieht man, meine Damen und Herren, das war damals umstritten. Die Opposition hat uns dafür scharf attackiert. Aber anstatt dass die Arbeitslosigkeit, wie vorhergesagt, nach oben gegangen ist, ging sie nach unten. Denn Haushaltskonsolidierung, solide Finanzpolitik und Wirtschaftswachstum sind in Wahrheit 2 Seiten derselben Medaille. Man investiert nur in einem Land, wo man weiß, dass dort solide gewirtschaftet wird. Und diese Schuldenkrise in Europa ist der beste Beleg für die Richtigkeit unserer liberalen Geisteshaltung. Man kann nur verteilen, was vorher erwirtschaftet worden ist. Sonst wird ein Land instabil. Und darunter leiden nicht die Reichen. Darunter leiden zuallererst die Ärmsten der Armen, wie wir derzeit in Europa sehen. Wirtschaftliche Vernunft und soziale Gerechtigkeit, es sind eben keine Gegensätze, wie die Opposition uns glauben machen möchte. Es sind 2 Seiten derselben Medaille.
Und dafür steht nur in dieser Klarheit die FDP. Und Leistungsgerechtigkeit, es ist für uns nicht das Privileg von einigen wenigen, die es geschafft haben. Leistungsgerechtigkeit, das ist für uns eine Herangehensweise ans ganze Leben. In der Bildungspolitik, wo wir der Überzeugung sind, wir brauchen ein maßgeschneidertes Bildungssystem. Wir brauchen ein Bildungssystem, das maßgeschneidert ist auf die unterschiedlichen individuellen Bedürfnisse und Verhältnisse von Kindern. Chancengleichheit am Start, aber nicht Ergebnisgleichheit am Ziel. Sondern Leistungsgerechtigkeit heißt eben auch maßgeschneiderte Bildungspolitik und keine Einheitsschule, wie sie jetzt in Nordrhein-Westfalen bedauerlicherweise auf dem Vormarsch ist. Wir haben keine Einheitskinder, also brauchen wir auch keine Einheitsschulen. Und meine Damen und Herren, das ist mehr als Technik. Es ist eine Haltung zum Leben. Und mögen wir die Letzten sein, die das öffentlich sagen. Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass Millionen Bürgerinnen und Bürger darauf warten, dass wir es so klar sagen. Wir bleiben dabei. Leistung muss sich lohnen. Und wer arbeitet und sich anstrengt, muss auch besser stehen, als wenn er es nicht tut, meine sehr geehrten Damen und Herren. Lebensleistung. Deswegen keine Einheitsrente. Und die Löhne steigen wieder. Und das ist genau das, was wir zu Beginn dieser Legislaturperiode angekündigt haben. Wir haben versprochen, wir reduzieren die Staatsausgaben und wir haben Wort gehalten. 10% weniger Ausgaben im jetzigen Bundeshaushalt, im letzten Bundeshaushalt dieser Legislaturperiode im Vergleich zum ersten, den wir gehabt haben. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, dass eine Regierung im letzten Jahr ihrer Legislaturperiode weniger ausgibt als im ersten Jahr. Das hat es noch nie gegeben. Man mag es nicht glauben, aber es ist so. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, die Alternative ist dann das, was andere Ihnen vorschlagen. Und mich beunruhigt das, weil das so vieles ist. Ökologische Steuererhöhungen bei Diesel, Heizstoff, bei Firmenwagen, Lkw-Maut, Einführung der Kerosinbesteuerung, Erhöhung des Spitzensteuersatzes, Abschaffung der Abgeltungssteuer, Individualsteuersatz für Kapitalerträge, Abschaffung des Ehegattensplittings, Einführung einer Vermögensabgabe, Verdopplung der Erbschaftssteuer, Einführung eines Bildungssolis, Erhöhung von Unternehmenssteuern, Zinsschranke, Funktionsverlagerung, Steuerpflicht für Veräußerungsgewinne, Begrenzung der Abzugsfähigkeit von Gehältern, Mehrwertsteuererhöhung, Erhöhung der Grundsteuer, Einbezug der freien Berufe in die Gewerbesteuer, bei der Sozialversicherung, Abschaffung der PKV, Anhebung der Beitragsbemessungsgrundlage, Abschaffung der kostenlosen Mitversicherung für Ehepartner und. Haben wir eigentlich geglaubt, 75% Steuersatz, wie bei einigen in unseren Nachbarländern diskutiert, bleibt ohne Auswirkungen für die Mitte, wenn der Spitzensteuersatz auf 75% erhöht wird? Was glauben wir eigentlich, wo auf kurz oder lang der Mittelsteuersatz für alle Menschen tatsächlich liegen wird? Meine Damen und Herren, das ist weit mehr als Steuertechnik. Es ist eine Frage der Gerechtigkeit in unserem Land. Wir werden den Sozialstaat verlieren, wenn wir das wirtschaftliche Fundament in Frage stellen. Und du sagst, nicht jeder kann nach Russland gehen. Ich sag dir mal dazu, nicht jeder möchte Russe werden. Wir möchten hier in Deutschland, dass wir weiter die Leistungsbereiten fördern, damit die soziale Gerechtigkeit trägt. Eine vierköpfige Familie hat, obwohl wir jetzt beim Haushalt für nächstes Jahr null Verschuldung schaffen können, 850 Euro mehr im Jahr. Netto. Zum ersten Mal steigen die Renten wieder. Ja, wir hätten uns in beidem mehr vorstellen können, aber mehr war nicht drin. Und das, was gelungen ist, meine Damen und Herren, das sollte man dann auch mal sehen. Wenn wir es nicht erzählen, ein anderer tut es nicht. Da gehen Sie mal von aus. Und meine Damen und Herren, dasselbe gilt doch auch für die Bildung, 13 Milliarden mehr. Breitenförderung und Spitzenförderung. Ich erinnere mich an die Koalitionsverhandlung mit Andreas Pinkwart und anderen in der Runde. Wir haben so vieles auf den Weg gebracht. Wir haben in Wahrheit Deutschland eine andere Richtung gegeben. Eine Richtung von Haushaltssolidität, die eben nicht glaubt
Schulden könnten durch Inflation und Geldentwertung beantwortet werden, wie die Opposition. Wir haben die Menschen entlastet, weil wir wissen, Leistungsbereitschaft ist die Voraussetzung für jeden funktionierenden Sozialstaat. Wir haben in Bildung investiert, die Freiheit und die Toleranz unserer Gesellschaft vorangebracht. Und wir sind dabei, und eine Menge ist noch zu tun, wir bringen Deutschland und Europa durch die schwerste Krise vermutlich seit Gründung der Europäischen Union. All das sind keine Kleinigkeiten. All das bitte ich Sie, auch den Bürgerinnen und Bürgern zu erzählen. Lasst uns auf die Plätze gehen. Lasst uns keinen Wahlkampf führen in kleinen Sälen, sondern lasst uns auf die Plätze gehen, auf die Marktplätze, und lasst uns das, was wir geschafft haben, auch wirklich in einen Vergleich setzen zu dem, was von der Opposition vorgeschlagen wird. Dann bin ich fest davon überzeugt, werden wir es schaffen, nicht nur mit der FDP sehr gut abzuschneiden, sondern auch diese Regierung zu bestätigen. Die Wählerinnen und Wähler, die Bürgerinnen und Bürger, sie haben es in der Hand. Ich glaube, dass diese Regierung eine Bilanz vorlegt, die auch Vertrauen in die Zukunft rechtfertigt. Und da hat die FDP eine Schlüsselrolle gespielt. Selbstbewusstsein ist jetzt gefragt. Und dass das hier so sichtbar geworden ist, das macht mir Freude. Und das macht auch vielen Liberalen außerhalb dieses Saales Mut. Kein gebückten Gang, gerades Kreuz, Selbstbewusstsein. Wer sich klein macht, wird klein bleiben. Lasst uns nicht zulassen, dass wir eingesperrt werden auf einer bestimmten Etage der Gesellschaft. Der Liberalismus, er ist in der ganzen Gesellschaft zu Hause. Wir wenden uns an alle Menschen, die freiheitlich denken und wissen, dass das auch mehr Verantwortungsbereitschaft für sich selbst und seine Nächsten fürs Ganze bedeutet. Glück auf, wir sehen uns im Wahlkampf auf den Plätzen wieder. Ich danke herzlich.